mach's dir bequem. Es war ein anstrengender Tag. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, nicht schon ein anstrengender Tag, anstrengende Woche. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Karriere. So, wir gucken mal, was wir so haben an Möglichkeiten noch. Hier hätten wir nochmal Bremsencheck, okay. Ich guck gerade, was wir heute fahren. 48, das heißt, da kann ich nicht ran. Theoretisch schon, aber ich müsste das Auto wechseln. Was haben wir denn heute? Komm, wir gehen mal kurz gucken, was jetzt überhaupt so ein bisschen verfügbar ist beim Autohändler natürlich. So war es eigentlich gemeint. Ich hatte sicher gewundert, warum gestern schon eine Folge kam. Es liegt einfach daran, dass mein... Moment. Das war, wer beim Breaking Point ausgelaufen hat, also der Formel 1 2021, das, der Story Mode. Und, ich für Sonntag eigentlich gedacht habe, ja, machen wir vielleicht gar nichts, aber ich habe dann gedacht, komm, ziehst das Need for Speed von Montag auf Sonntag einen Tag vor. Und, heute geht's dann wieder regulär weiter. Ich muss mal gucken, dass ich mit den Folgen nicht zurechtkomme. Dass ich mit den Folgen nicht, durcheinander komme. So, jedenfalls, gucken wir mal heute nach einem neuen Auto. Ich schau mal gerade, ich habe so ein paar bestimmte Autos zu mir so ein bisschen außer Korn. Da wäre die Corvette, die kostet 91.000, die Kohle hätte ich. Oder 252, was hat der andere? Ah, müssen wir ein bisschen sparen, hey. Müssen wir noch ein, zwei Rennen fahren und dann ein neues Auto kaufen. Ich überlege gerade, ob ich die Corvette holen soll. So, 2,2. Ist, glaube ich, so ein bisschen das leistungsstärkste Fahrzeug. Ich muss gerade gucken, wie viel wir sparen müssen, um einfach mal noch ein bisschen durchzukommen. BMW, ja. Mercedes, AMG. Acura. Polestar 247. Ja, der wäre zu teuer. 363 FXXKE, aber den will ich gar nicht fahren. Das war der DBL Volante, den habe ich ja schon gekriegt. Das ist ja das Auto, was ich habe. Ich glaube, ich spare mir auf den Skyline. Den hier. Oh, ja, den sparen wir zusammen. Das, warte mal. Was kostet der? 222.000. Gut, dann fahren wir denn. Hey, hier ist Raciel. So, dann fahren wir mal heute ein bisschen Racing. Gucken wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen Kohle reinkriegen, damit wir dann uns die Karren holen können. So, dann fahren wir wieder Offroad, wie ich das schon mal hatte. Lass uns die Sache zu Ende bringen. Man lässt seine Klienten nicht warten. So, wir müssen natürlich dann auf den Porsche wechseln. Auf den, Dings wechseln. Heute fahren wir nochmal bei Offroad rennen, keine Sorge, wir machen dann vielleicht schon auf der nächsten Folge wieder weiter in der Nacht, weil wir wollen ja noch ein bisschen gegen Story gucken. Heute will ich so ein bisschen Kohle sammeln, damit wir vielleicht noch neue Autos machen können. Okay. Wollen wir uns einen Offroad-Wagen, das kann natürlich auch sein, aber wir müssen ja sowieso alles fahren. Der verrückte Cowboy steht heute an. Der Challenger, ja. Na dann, gehen wir rein ins Rennen und holen uns den Sieg.
Ja, wieder laufen wir runter, verrückt der Cowboy, weil ich so bin. Heute mal nur drei. Ich glaube, das ist vier heute nur. Da hängt er noch hinter uns. Wir haben das ja schon mal weg. Ja, ich muss jetzt gerade die Nase machen, damit ich ihn mal zumindest ein bisschen eindämme. Dann werden wir uns tatsächlich heute unsere erste Runde schon mal führen, ne? Gewinnen wir es doch noch. So, die 18.000 nehmen wir mit. Ja, deswegen waren die auch teilweise so fix unterwegs, weil die ein bisschen schneller sind als hier. So, da gucken wir nochmal, ob wir noch eins haben. Haben wir bestimmt noch irgendwo ein Offroad-Rennen, oder? Aha, hier oben. Aber die sind ein bisschen weit weg, ne? Was haben wir denn hier? Hier müssen wir Level 23 erreichen. Das gibt Kohle. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir definitiv dann in dem nichts. Also das haben wir ja schon bald. Wir sind ja schon Level 22. Also, keine Sorge. Ja, guck mal gerade. Dann reisen wir da hin. Machen wir mal kurz hoch. Hätte ich mal wieder Party Crasher, die machen wir noch. Da wäre ein Speed-Up gewesen. Ich bin die auch voll drin, haben jetzt am meisten gerade Laune und vor allen Dingen bringe ich auch gutes Geld. Das ist weiß jetzt gerade auch ein bisschen. Das Ding ist oben auf der Schiene, oder was? Ja,
Na, machen wir direkt erstmal. Vielleicht haben wir heute auch drei, ich weiß es nicht. Komm, gehen wir mal rein. Fast 21.000 nehmen wir uns mit dafür. Aber ich glaube, es passiert bei einigen Leuten. So, was haben wir noch 5 da? Da vorbei. Das ist ein großes Treff. Und jetzt haben wir die Ware und Bretter. Das ist schon ein Dritter. Jetzt können wir die letzte Runde finden, sodass sich beide bewegen. Ohne Überrundung, also die hätten wir schon fast geschafft, aber wir haben zumindest die Aufgabe geschafft. Aber wir sind erster, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja, 324, 331, ja, es wird langsam hart. Jetzt werden wir es noch eins holen. So, jetzt fahren wir noch ein letztes Rennen, was hier vorne ist, dann haben wir das einmal weg. Machen wir sogar noch ein drittes Feld. Ich dachte, wir hätten nur. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt noch eins, das eine gehabt. Okay, hätte ich nicht gedacht. Das war. Dass das jetzt doch noch. 70.000, wenn ich das meine. Himmelsbahn. Weil das werde ich hier vorne. Ich bin aber nur ein bisschen falsch gespawnt. So, nehmen wir mit. Haben wir heute mal ein drittes Rennen. So, es geht schon mal über die Gleisen. Das ist noch wieder ein Rundkursrennen. Ne, ist ein Sprintrennen. Das wäre der Rundkurs, aber es ist ein Sprintrennen.
Heute sind wieder die gute Willi mit am Start. Ich stehe mich nicht hinter uns. Das sieht man in dem Silber der Mercedes wieder schwer. Dabei jetzt schauen wir jetzt mal unten rein und versuchen uns hier irgendwie auf beide zu gucken. Das war den kleinen, was ist das hier vorne, die Yuki, das ist die Baro, der BMW. Boah, Alter. Schade, ich hatte gedacht, ich krieg die vorne links noch runtergeschoben. Fahren wir jetzt komplett über die Gleisen, ja? Sieht gerade komplett nur geradeaus, mit über 300 hier lang. Der liegt natürlich mal wieder zweiter. Aber da kommt es auch nicht wirklich hinterher. Und so ein bisschen, wird das relativ einfacher retten hier, wenn man was so die Kohle mitnehmen. Das Mikro haben wir gerade mitgenommen hier. Dann wäre mir nicht zufällig, wir haben trotzdem gemacht. Und es war so schwer jetzt auch nicht. Und dafür relativ easy verdientes Geld. Und dafür kriegen wir fast 30.000. So, den Sweetheart haben wir. Flamingo haben wir mitgenommen hier auf der Strecke. Jetzt gehen wir kurz das Sweetheart noch hier vorne holen. Und dann gibt's alle. Auch wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder die Nacht, weil wir müssen ja noch ein bisschen. Schade, wo es ist. Direkt irgendwo sein. Auf dem Tunnel oder an dem Tunnel? Nee, hier. So, kurz mal rüber, wie fahren wir jetzt an Kohle? 186 haben wir jetzt mittlerweile. So, ich wollte ja nur mal kurz in den Auto hinschauen. Wie gesagt, 186.000 haben wir mittlerweile für das bisschen Rennen. Können wir jetzt mal gucken, was wir noch so leisten können. Wir können es bis zu dem bis zum Polestar. Können wir es alle leisten. Na, Kugel in der Six. Martin, was ist denn da? Was hat denn der letzte Martin für eine 210? Nicht ein Tuner. BMW i8 Roadster. Es ist ja ein Elektroauto eigentlich, glaube ich, ne? Sogar dann bist du eigentlich. Was wäre langweilig. Was ist denn meiner? Der hat auch weniger, ne? Habe ich gesagt, 250 hat der oder so. Da rufe ich den Panamera aufbaue, der kostet 137.000 oder 50.000, dann habe ich zumindest einen Top-Offroader.
Aber ich wollte mir den Skyline unbedingt kaufen. Ich bin überlegen, ob ich mir den Skyline aufbauen soll als Racer. Weil der was Martin, wie gesagt, hat 210, der ist nicht auch viel. Komm, wir holen uns den Skyline. So, fahren wir kurz in den Unterschlupf und dann tun wir die Karre noch schnell, soweit es irgendwie möglich ist. Und nächste Folge, also nächste Mal, wenn wir uns dann zusammensparen, okay, da werden wir tatsächlich eine Panamera als Offroader holen. Aber jetzt erstmal ein bisschen Tuning. Wow, ein neues Auto. Du lebst jetzt auf großem Fuß, was? Kaufen wir das? Oh, das Steuergerät in den Wagen. Warte mal, wie ist denn der? Der braucht gar nicht, eigentlich braucht der gar nichts am Differential. Ist ein Sport drin. Mir ist ein Stall. Ich schau mal, was Tolles. Kriegst du allerdings Differential. Gehen wir mal auf jeden Fall auf Lack. Ja, wie gesagt, ich habe das Tuning jetzt. Guck mal, was so schön, was die Community so gebastelt hat. Hier der Paul Walker Verschnitt. Der sieht auch nicht schlecht aus hier. Das sind schon mal krasse Sachen dabei. Das sieht auch irre aus. Also das muss ich sagen. Das ist aber auch wahrscheinlich am PC gemacht. Aber das sieht trotzdem geil aus, muss ich sagen. Ist das ein Venom? Ja. Und ja, ich den Film gesehen habe, will ich tatsächlich, nehme ich mir den tatsächlich hier an das Auto. So, Karosserie. Was kostet das Set? Kann ich leider noch nicht machen. Ich mach klar. Ich glaube, ich lasse den jetzt erstmal so. Ich fahre noch zwei Straßenrennen und dann fahren wir in der nächsten, übernächsten Folge tatsächlich erst wieder ein bisschen was. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit unserem neuen Vehikel und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie ein bisschen was tun können. Dann.